Das ist mein Favorit aus der Weinkategorie Grauburgunder im Holz ausgebaut. Das ist ein Wein von Holger Koch. Holger ist ein sensationeller Winzer aus Baden, nähere Anbaugebietsbezeichnung Kaiserstuhl, kommt aus Bickensohl. Das ist wirklich eine Enklave. Wenn man da lang fährt, fährt man weiter und weiter und da hört irgendwo eigentlich die Welt auf und dann ist Holger Koch, der mit seiner Frau dieses wunderbare Weingut betreibt. Die Grauburgunder sind sensationell, Weißburgunder sind auch sehr gut und auch die Spätburgunder sind gut. Aber ich sage ganz ehrlich, ich bin vor allen Dingen von seinem Grauburgunder begeistert. Dies ist der sogenannte Grauburgunder Dreistern. Das ist ein offizielles GG, großes Gewächs, was ja in Deutschland fast den Riesling vorbehalten ist, aber auch einigen wenigen burgundischen Reben, wie Weißburgunder, Grauburgunder und Spätburgunder. Dieser Wein 2014 und 2015 ist jetzt auch schon da, ist, und ich übertreibe nicht, das ist der beste Grauburgunder, der jemals auf Gottes Boden gewachsen ist und in die Flasche gekommen ist. Es geht nicht besser an Grauburgunder. Dieser Wein wird auch natürlich im Burgunderglas serviert. Ich würde ihn bei 10 bis 12 Grad servieren. Dieser Wein ist heute wunderbar lecker als 14er und als 15er, aber geht bestimmt 10 Jahre. Er hat also im Grunde genommen Entwicklungspotenzial wie ein großer Chardonnay aus der Bourgogne. Dieser Wein, für einen Weißwein trocken, tut man sich eigentlich schwer, aber es sind 96 Weingranaten. Believe me, try it. 96.